Moin Moin Leute, ich bin Lilkopus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem wunderschönen neuen kleinen Indie-Game. Wir spielen heute nämlich Deepest Sword, das tiefste Schwert, I guess. Ja, hier können wir auf jeden Fall direkt losstarten und ihr seht schon, oben links steht Length 1 und Playtime. Also das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man es mit einem Speedrun durchspielt. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Venture deep into the cavern of longing. Wir sollen tief hier reingehen. Use mouse button to rotate your sword. Also ihr seht, man läuft, indem man quasi sein Schwert immer nach vorne und hinten so, ne? Long the dragon lies ahead. Also vor uns liegt ein Drache. Okay. Oh. Huh. 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 Ich will jetzt ja nicht gemein klingen, aber ah. Wir sollen gegen den Drachen damit kämpfen? Who dares challenge me? Take your best step. Is it even in? I've made your blade longer. Dive it deeper in this time. Ich soll ihn tiefer rein... Okay. Und die Höhle ist jetzt tiefer als zuvor. Okay. Mhm. I think I know where this is going. Können wir hier so irgendwie durch? Krieg ich's hin, mich hier so hoch zu drücken? Das ist so ein bisschen so wie... Wie hieß dieses Game, wo man sich auch so überall hochheben, hochdrücken musste? Getting over it. Oh, Moment, aber man könnte hier unten fast sogar wirklich noch langkommen. Oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll man wirklich oben lang gehen. Es wirkt vielleicht erstmal schwerer. Vielleicht sogar nicht nur schwerer, sondern unmöglich. Bin mir noch unsicher. Oh Gott, das, Freunde, diese Aufnahme heute wird ein Graus. Das wird gar nicht schön. Ne, wir müssen unten lang. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, hier unten lang zu gehen. Oben, das wird nicht hinhauen. Guck mal, aber wenn mich... Komm schon! Oh, das fehlt so ein ganz kleines Stückchen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, wir sind oben. Jawohl. Jawohl. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ich bin mir fast ziemlich sicher, dass es trotzdem nicht reicht. Aber. Here to try again? Well, I guess. Komm schon. Kannst du bitte. Ach, komm schon. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt doch wirklich nur ein Stückchen. Hallo? Ja! Das kitzelt. Super. I've lengthened your blade a bit more. Be careful of its weight. Ich hoffe, wir werden damit nicht selbst erschlagen. Es wird immer tiefer und tiefer. Ja, natürlich wird es immer tiefer und tiefer. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Oh Gott. Zu dem Spiel würde ich tatsächlich sehr gerne Speedruns sehen. Halleluja, das werde ich mir, glaube ich, hier nach angucken. Ich hoffe, es gibt sogar eine Kategorie bei speedrun.com. Da wäre ich ja instant dabei. Das Spiel hier zu Speedrun, boah, spannend. Könnte man, glaube ich, ziemlich ausflippen. Bin ich mir fast sicher. Wahrscheinlich, das dachte ich mir. A slow fall slips less. Mhm. Kann man so sich hier rüberziehen? Hoppa! Ah, verdammt. Ja, wenn das jetzt schon so knackig wird, ich glaube, wir müssen das Schwert bestimmt bis 5 oder so bringen, um überhaupt rüberzukommen. Das wird traumhaft. Das wird traumhaft, das sage ich euch. Das nützt mir ja nichts, wenn das da drauf ist. Ich muss mich ja irgendwie
hier rüber katapultieren. Aber ich bin mir noch unsicher, wie. Vielleicht, oh, war das jetzt das Rätsels Lösung? Nee. Definitiv nicht. Obwohl doch. Naja, wenn man da oben halt drüber kommen könnte, dann könnte man sich da irgendwie so dran hochkraxeln. Aber, ah. Oh. Hoppa. Ja, hier gibt es mit Sicherheit den perfekten Weg. Man muss ihn nur finden, nicht wahr? Man muss ihn nur finden, Freunde. Dann ist das hier super simpel. Ich komme ja noch nicht mal hier über die erste Dings. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lücke, über die man rüber muss. Selbst hier habe ich schon Probleme. Ich sehe in der Zukunft weitere Probleme auf uns zukommen. Das wird man so nicht rüberkriegen, das Schwert. Oh! Ich hab's! Ich hätte einfach sauschnell... Oh Gott, ey. Wirklich, manchmal denke ich, glaube ich, zu viel nach. Vielleicht ist das Problem. So, nächster Versuch. Moin. Let's see what you got. Ihn hier. Oh! Ich hab diesmal wirklich was gespürt. Hey! Progress! It's almost at the limits. You will notice its weight. Such length may be troublesome. Okay. It's even deeper now. Don't give up. Ja, nee. Gar keinen Fall. Alter, ich komm noch nicht mal hier rein. Bro. Wir haben ein Problem. Vielleicht muss ich das so vor mich her drücken. Okay, Checkpoint. Ja, ich würde einfach mal behaupten, wir müssen oben lang. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee komme, aber ich glaube, wir müssen oben lang. So, kurze Kaffeepause vorbei, Freunde. Ich habe kurz einen Kameramann. Ich habe einen Kameramann angenommen. Ein Paketmann. Guck mal, was für einen schönen Controller ich jetzt habe. Toll, oder? Super. Sehr gut. Weiter geht's hier. Wir starten direkt mal hier durch und müssen wahrscheinlich hier nach oben. Ich glaube, hier wird noch nicht mal das Problem, dass man nicht alles erreicht. Sondern in dem Run hier ist jetzt das Problem, dass das Schwert einfach gigantisch lang ist. Also Freunde, auch mit einem langen Schwert hat man Probleme. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Kann man hier nicht sogar einfach safe? Nein, fehlt da so ein ganz kleines Stück, dass man nicht hier so lang kann? Ah, egal. Gehen wir lieber oben lang. Machen wir's hier Nummer safe. Oh. Wuppa. Okay. Da wollte ich zu viel. Oh. Ich glaube, das war damit gemeint mit diesem Slow Fall. Kann das sein? Kam das vielleicht ein bisschen zu früh? Okay, wir haben's. Ja! Sehr schön, nächster Checkpoint. Okay. Das ist noch ein Gebiet, was wir noch gar nicht gesehen haben. Understanding the pivot is the key. Whatever you're saying, dude. Okay, mit dem Schwert überhaupt so weit hier oben lang? Das war mir gerade nicht bewusst, ob ich das kann. Ich hatte kurz Angst. Oh, das heißt aber... Oh Gott. Ich habe wirklich Angst, dass ich recht habe mit meiner Länge 5. Muss ich überhaupt hier oben lang? Komm, ja. Ha, komm schon. Boah. Sehr schön. Ich glaube, wir haben's. Jetzt bloß nicht hier noch irgendwo runterfallen. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Hoppa. Hoppa. Wir sind ja auch erst 24 Minuten dabei. Stimmt. Ganz entspannt. Hi.
What a long sword you have. Kinky. Boom. Oh, so tief. Oh Gott. Okay, es fehlt nur noch ein ganz kleines Stück. You hold the longest sword in the land. It is the deepest sword. So deep. Ich möchte nicht darüber nachdenken, was da gesagt wird. Also hier hat man jetzt wirklich langsam ganz schöne Größenprobleme. Ja, sehr gut. Erste Passage geschafft. Also bei der zweiten bin ich mir doch jetzt wirklich sicher, dass wir jetzt ein lang genuges Schwert haben, damit wir hier einfach so hoch können. Oder? Obwohl. Ah doch. Sehr gut. Haben wir. Hoppa! Jetzt müssen wir bestimmt unten lang, oder? Ging es unten lang? Ja. Okay, dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich sehr schön gerade so da hochdrücken. So, was geht hier jetzt ab? Hier hoch. Ach du meine Güte. Boah, war das knapp. Das war richtig knapp. Ja! Wir haben einen neuen Checkpoint! Ernsthaft? Ich habe mich da jetzt verhakt? Wow. Hoppa! Drüben. Okay, was müssen wir hier jetzt machen? Schwupp. Okay, aber ich glaube, das war die Grundidee, die hier erwartet wird. Nur, es hat noch nicht ganz geklappt. Aber ich glaube, ich weiß, was hier. Weil ist das jetzt nicht genau das gleiche wie vom Anfang? Ja, ist es, nur ich habe mich da jetzt wieder gestuckt. Aber grundsätzlich ist es wieder genau das gleiche wie vom Anfang dann. Warum stuckt man sich denn da dann so schnell? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube übrigens, dann müssen wir da unten auch nochmal durch so eine super enge Passage. Aber wisst ihr, was sehr fair ist an dem Spiel hier, was mir sehr, sehr gefällt? Man fällt nicht wieder komplett auf Anfang zurück. Sowas nimmt mir bei solchen Spielen immer zu 100% komplett den Spielspaß. Ich meine, das ist trotzdem sau schwierig. Ah, wir sind durch. Aber man kann nicht seinen ganzen Progress verlieren. Man braucht einfach manchmal vielleicht nur länger, um irgendwo hinzukommen. Ach du meine Güte, muss ich mich wirklich so da hochdrücken? Wie soll das? Wie? Ich habe doch hier gar keinen Platz. Ach so. Das ist auch ein kleiner witziger Walk. Ich dachte, hier wäre jetzt so eine Stelle, wo man seinen ganzen Progress verliert, Freunde. Sind wir soweit? Ich glaube, wir haben es geschafft.
Freund, wir haben tatsächlich das Game durchgespielt in 35 Minuten, in Gottes Namen. Das YouTube-Video wird mit Sicherheit extrem zugeschnitten sein. Aber, wait a minute! Congratulations! Thanks for playing! Juhu! Completion Time 35 Minuten, in Gottes Namen, Freunde. Ja, vielleicht seht ihr mich irgendwann mal in der Speedrun-Szene hier. Who knows? Ihr wisst ja schon, ich bin der Weltrekordhalter von Super Mario 64 16 Star Run. Könnt ihr euch im Auto nochmal angucken. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü. Mit Ü.